Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Outlast. Diesmal natürlich ist uns die Kamera runtergefallen, unvorteilhafterweise. So, können wir die suchen. Die ist hier rein geflogen. Scheint mir ganz so, als ob wir hier lang müssen. Aber naja. Wir haben ja keine Kamera mehr. Ich wollte schon die Kamera zücken. Aber das geht ja natürlich nicht. Ah ne, Batterie. Aber Batterien bringen mir sehr wenig. Warum atmet der so schnell? Ist hier schon wieder irgendwas? Puh, also... ja. Da, das scheint mir ganz so, als ob wir hier runter müssen. Hops. Hops. So. Okay. Ah, wohin nun? War da gerade einer? Aber es konnte ja auch nicht so lang gut gehen. Ne? Oh! Shit. Mist. Huh. Was ist das hier? Ist das die Kamera? Rein so, ne? Passiert jetzt irgendwas? Wow! Scheiße, scheiße, scheiße. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wow, wow, wow. Auch Störungen und ein Kratzer sogar noch in der Kamera. Oh Gott. Das kann ja nur gut gehen, oder? Oh, wo komme ich hier weg? So, wohin, wohin? Wohin war ich hier schon? Ah ja, stimmt. Da hoch. So. Welcome back, Kamera. So, warte mal kurz. Muss ich ganz kurz was nachschauen. Ja, okay. Wohin nun? Unser Display natürlich das letzte Mal ein bisschen kürzer war, machen wir hier ein bisschen längeres. Wenn wir das so wieder ausgleichen werden. So. Ich hoffe, dass wir nicht unterbrochen werden, da ich gerade das andere Video hochlade. Das heißt, während ihr das hier seht, geht das andere schon weiter, ja. Das ist auch ein Privileg. Das hat nicht jeder. Aha. Okay. Weil ich mache die Aufnahmen immer gleich im Anschluss. Und geht es hier jetzt wieder weiter? Nein. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder weiter? Da hoch nicht, oder? Da müssen wir nicht wieder hoch, oder? Geht's da weiter? Oh doch, wir müssen ja da wieder hoch. Weil jetzt können wir ja in den Abteil gehen, wo wir rein wollten ursprünglich. Hier rein. Da geht's nicht weiter. Da war jetzt keiner, oder? Ja, ich hoffe doch mal, dass irgendwann mal Licht in dieses Spiel kommt. Ah. Licht, aber wenig. Oh, oh. Oh. Oh, shit. Wow, knapp. Hallo. Only one way out. Only one way. Ein Weg nach draußen, ha? Huh? Was passiert jetzt wieder nicht? Woher wissen Sie, dass Sie kein Patient sind? Gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht sind wir ja schon ein Zombie. Und wir wissen es bloß nicht. Wir haben ja uns selbst nie gesehen, aber unsere Finger sind ab und so. Also wirken tun wir schon wie ein Zombie. Also so ist es nicht, ne? Wow.
Gut. Hier geht's hoch. Wow. Okay. Oh, das ist echt schlimm, dass ich hier immer wieder diese Aufregung. Mir kommt sie ganz bekannt vor. Oh, wir sind wieder. Wer hätte es gedacht, wir sind wieder da. Hier waren wir doch schon mal. Hier wurden wir doch durchs Fenster geschleudert. Hier. Da. Ich erinnere mich. Aber wir haben ja wieder Kamera hier. Ah, oh, wohin geht's jetzt? Ah, ne, Achte. Okay. Okay, da ist zu. Aber ich lese die Akte jetzt nicht, da wird wieder irgendwas drin stehen, obwohl, sollten wir? Oh, 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 da hätten wir aber viel zu lesen. 1938. Ein Jahr vorm Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg. Ihr dürft es jetzt mal selbst durchlesen. Wenn es interessiert, ich lese es mir nicht durch. Aber wenn das ein Jahr vorm Weltkrieg, da hat es die Anschaltung schon gegeben. Mit wem redet der? Was? Den Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum besorgen? Yes, coming! I'm coming! Wow, immer diese scheiß, Entschuldigung, nicht tollen Störungen sind auch nicht gerade. Das war. Ist das hier der Aufenthaltsraum? Scheint so, hm? Ja, Fernseher. Schaut aus wie ein Aufenthaltsraum. Na, wie ich schon sagte, wurden wir gerade unterbrochen, ganz kurz. Unerwarteterweise, aber okay, ja. Jetzt hat die Aufnahme kurz beendet, aber ich habe gleich wieder weitergemacht. Macht ja nichts, ne? Okay. Das ist ein Klavier. Das andere Video ist jetzt hochgeladen, deswegen. Also nur für euch zur Information. So, gut. Und das werde ich gleich im Anschluss auch hochladen. Das ist doch ein Klavier. Das ist eindeutig, oder? Doch, ja. Ich irre mich nicht. Es scheint danach, als wäre es ein Klavierspieler. Aber wer spielt? Irgendjemand muss doch das Klavier spielen, oder ist es nur eine Aufnahme? Pfarrer? Vater Martin vielleicht? Oh ne. Störungen? Kopf schütteln und weg, hä? Super. Eine Halle. Nichts passiert? Interessant. Boah, fuck. Wir haben keine Zeit, um uns das anzuschauen. Wir müssen hier raus. Okay. Ah, eine Akte. Ja. Haha. Sonst noch irgendwas von hier, ne? Wir bräuchten auch wieder Batterien. Mich wundert es auch, dass wir keine mehr gefunden haben. Vielleicht finden wir den Typen, der jetzt das Ganze hier auf. Also angeschalten hat. Das wäre doch auch mal was, ne? Na. Schlüssel. Okay. Wow. Da war doch keiner. Also ich dachte, da war keiner. Geht nicht. Das lässt sich gar nicht öffnen. Wow. Bin da rausgekommen. Okay. Strange und so. Oh, Mist. Runtergeflogen. Das ist doch mal der Wahnsinn, oder?
gehen wir da hoch. Oh, vielleicht ist da eine hier unten. Das wäre nicht gut. Ich frage mich immer, wo verschwinden die dann eigentlich immer? Ich meine, irgendwo müssen die doch hingehen oder so. Naja, das ist vielleicht dann doch eine Frage, die sich nicht ereignen oder erübrigen wird. Das weiß dann wohl doch nur der Spieleproduzent. Wo Outlast jetzt schon ein voller Erfolg war wahrscheinlich. Oh! Und doch. Wollen wir das auch irgendwie abschalten, ne? Nee. Jetzt ist es auf einmal hier offen. Das ist auch offen. Okay. Warte mal, haben wir hier nicht einen Schlüssel gebraucht? Ach doch. Genau. Für den zweiten Stock. Finde Vater Martin in der dritten Etage. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück und wieder hoch. Oh Gott. Nehmen wir den kurzen Weg? Wir nehmen den kurzen Weg. Nein. Wir wollen runter. Okay. Wo geht's jetzt hier weg? Oh. Wenn es dir nichts ausmacht, nehme ich mal den Weg, wo du reingekommen bist. Ne? Ich muss ja hier irgendwie rauskommen. Wow, also. Gut. So weit, so gut. Diese Musik, die regt mich auf. Wow. Wie auch ist jetzt gesehen, aber der ist dahinter. Kann der uns was anhaben? Oh, der schwingt seinen Stock. Hört sich jetzt ein bisschen pervers an. Aber sonst. Okay, gut. So, dritte Etage. Wir sind da. Da ist dann wohl der Aufzug, hä? Ah, war klar. Wäre ja auch zu leicht gewesen, einfach so jetzt weiterzukommen. Ne? Wäre viel zu leicht gewesen. Ah, Küche. Lecker. Küche, Küche. Mach ein Essen. Oh, Störung. Hallo? Hallo? Ach, das ist der Typ von vorhin. Der immer so blöd gegafft hat. Und das Klavier gespielt hat. Ja, und wir haben nur noch 4 Batterien. Wir müssen schauen, dass wir sparsam bleiben. Beziehungsweise sparsam sind. Da hoch muss ich jetzt aber nicht, oder? Noch nicht. Das wäre auch... Oh, da. Gut. Gehen wir mal durch. Wenn man eigentlich immer sowas findet, so Batterien, bin ich da... Naja. Ich schaue ja auch nicht überall hin, ne? Das kann auch ein guter Grund sein. Ist hier irgendwas? Nö. Oh doch. Was macht denn der Freund hier? Betet der? Wir haben schon wieder was aufgeschrieben, aber ich kann nicht immer wieder das lesen, was wir aufgeschrieben haben, sonst kriegen wir nie die Zeit richtig durch. Die beten alle. Warum beten denn die? Nee, da schaue ich jetzt nicht rein, oder? Nee, da schaue ich nicht rein. Da gibt's so und so wahrscheinlich. Ich will nicht in die Klos gucken. Immer so unpraktisch. Das ist offen. Das kann doch nur was Schlechtes heißen, oder? Was geht eigentlich hier unten dann ab? Ich weiß es nicht, ja. Nur noch 4 Batterien. Wann kommt endlich mal ein Raum, wo viel Licht ist? Oder irgendwas mit viel Licht? In jedem Horrorspiel muss es immer dunkel sein. God hates sickness. Also Dummheit hast. God hates money. God always provides a way. Okay. Was ist denn das? Kennen wir die nicht?
Okay. Oh. Greifen uns mal keiner an, oder wie? My Job. You alone shall escape, Metalfa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. God. Die fiebern alle voll mit. Also wir sollen eine Nachricht verbreiten. Ah ja, super. Zu, ne? Wir sollen eine Nachricht verbreiten. Ach ja, stimmt. Schlüssel, vergessen. Wir sollen eine Nachricht verbreiten. Und der Aufzug geht jetzt auf einmal wieder. Also, okay. Bitte öffnen Sie mal die... Okay. Nur schön. Ha. God always provides a way, ha? Huh? Dann geht's mal hoch. Und weiter. Jetzt müssen wir so gesehen wieder zurück zum Aufzug. Wenn ich das richtig sehe. Und dürfen nicht mehr so viel Akku verbrauchen. Upsi. Oh Gott. Okay, ich habe eine Idee. Wir tricksen ihn einfach mal aus. Oh ne, wir können ihn nicht austricksen. Er ist der ultimative Trickster, wir können keinen ultimativen Trickster austricksen. Aber ich weiß immer, da wo der Schlamassel herkommt, da geht's auch weiter. Oh ne, das ist falsch, oder? Bitte mal durchlassen hier. Wohin geht's hier? Oh, stimmt. Ah, da wollten wir hin. Und wir gehen auch da rein. Und so. Zombie kann uns mal einschalten, würde ich sagen. Wie auf Super RTL, wie es damals immer so schön war. Und den Weg in die Freiheit, würde ich sagen, oder? So. Und los geht's, Freiheit. Also jetzt witzig, wenn das Spiel genau jetzt enden würde. Dann sind wir... Ja, gut. Jawohl. Nee. Stürzt der Aufzug ab, oder was? Hallo? Hoch. Ich will hoch. Drück hoch. Drückst du hoch? Bist du verrückt? Hallo? Hallo? Wir wollten doch jetzt in die Freiheit. Der Typ hat gesagt, es geht in die Freiheit. Wo geht's hier in die Freiheit? Ja, ne? Klar. Aha, okay. Kamera. Der Aufzug fährt wieder hoch. Aber Leute, eine gute Nachricht gibt's. Es gibt Licht. Haha. Es gibt Licht. Gott im Himmel, was soll das? Okay, aber Leute. Diese Tür. Öffnen wir im nächsten Let's Play. Ja, genau. Im nächsten Let's Play wird's weitergehen. Was auch immer das hier ist. Gletscher? Eis? Leichte Brise, Wind kommt. Naja, okay. Im nächsten Let's Play geht's weiter, Leute. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.